arbeiten eigentlich auch Frauen in der Müllabfuhr oder so? Könnte ich mich da bewerben? Meint dann, die Müllwerkerin haben wir noch nicht, aber du kannst Straßenreinigung. Da haben wir angefangen. Vor 22 Jahren, als ich mich beworben hatte, hatte AHA schon den Weitblick auf die Frauenquote. Ja, bei AHA ist es auf jeden Fall so, dass Frauen gleichgesetzt sind mit Männern. Es ist ein Stückchen mehr Normalität geworden. Früher war das ja nicht so typisch, Werkstatt oder Müllabfuhr. Gerade wenn man dann in seiner Arbeitskleidung draußen rumläuft, dann zieht man schon viele Blicke auf sich. Wieso machst du nicht was Leichteres und hast so einen zarten Körper und schaffst du das überhaupt? Kleines Mädel, ohoho. Und dann, ja, steckt viel Power dahinter. AHA ist mehr als nur Müllabfuhr und Wertstoffhof. Ein Unternehmen, was mehr macht und kann, als der Bevölkerung bewusst ist. Du könntest 365 Tage im Jahr was anderes machen. Ob es die Mitarbeit an der Umwelt ist, ob es die Mitarbeit mit den Menschen ist, mit den Bürgern draußen. Man hat einfach die Chance, die Zukunft ein bisschen mitzugestalten. Also sprich auch, was die Themen Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit angeht. Vorrangig vorzugehen vor anderen. Das ist das, was für mich bei AHA die Sache so wertvoll macht. Die Leute machen Spaß, die in dieser Firma arbeiten. Einer für alle, alle für einen. Spaßfaktor 100%. Ja, ich fühle mich halt wohl. Jedes Auto, was ich mache, jede Inspektion, jede Sicherheitsprüfung, alles Mögliche, was an diesem Auto geschieht, werde ich in Verantwortung gezogen. Verantwortung ist gerade in unserem Beruf lebensrettend. Zum einen, dass es allen gut geht, zum anderen, dass auch die Fahrzeuge entsprechend gut und sicher wieder auf die Straße kommen. Dass wir mit auf den Verkehr achten müssen, wir müssen auf uns Kollegen untereinander achten, wir müssen auf Fußgänger achten. Aber ich finde, Verantwortung ist halt auch einfach, für die anderen im Team da zu sein und die zu unterstützen. Also bei AHA gibt es nichts, was nicht möglich ist. AHA ist vielfältig. AHA bedeutet, auf Augenhöhe in dem Miteinander zu sein. AHA ist bunt. Jeder kann sich da bewerben, jeder kann es versuchen. AHA ist multikulturell. Alles querbeet. Und da wird kein Unterschied gemacht. Egal, woher du kommst oder welcher Hautfarbe du hast oder welcher Muttersprache du hast, spielt keine Rolle. Es werden auch die persönlichen Stärken der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt und was denen zugetraut wird. Weil es ganz, ganz viele Möglichkeiten und Perspektiven für jeden Einzelnen von uns mitbringen kann. Ja, ich habe totale Unterstützung von AHA. Wenn sie Potenzial erkennen, dann nutzen sie auch die Chance und sagen, her damit. Wir haben alle in allen Bereichen die Chance auf Weiterbildung, Fortbildung. Kann sich wirklich so hocharbeiten, Stück für Stück. Ja, ich bin froh, dass ich die Ausbildung bei AHA in meinem Alter noch machen kann. Ich hatte nie gedacht, dass ich Vorarbeiterin werde oder so. Toll, hast du ja doch geschafft. Was du erreichen wolltest bei AHA, hast du ja doch alles geschafft. AHA schafft einfach Perspektiven. Also ich sag mal, AHA ist wie eine große Familie. Wie in so einer großen Familie. Die Verwandtschaft ist da. Man kennt nicht alle, man fühlt sich da aber zu Hause. AHA fühlt sich an wie Familie. Das ist wirklich mehr Freundschaft. Irgendwann entsteht Freundschaft. Das ist einfach so nach so vielen Jahren. Als wäre man halt zusammengewachsen in der Zeit. AHA, das bin ich. Ich arbeite bei AHA. AHA, das sind wir. AHA, das sind wir gemeinsam. Ich bin stolz darauf, bei AHA zu arbeiten. Wir sind starke Frauen und arbeiten bei AHA. Wir sind Frauen und arbeiten bei AHA. AHA, das sind wir.